Geil! Und hier wurde gefeitet. Das heißt, wir kriegen schon mal 8 extra Kronen, 8 Köpfe extra bezahlt. 30 sind schon mal 240 extra Kronen. Sind wir schon bei den 2000 Kronen. Ja, wir müssen halt nach da, ne? Also, das wird noch ein Momentchen dauern. Wir da aber angekommen sind. Hier ist nichts, weil wir nachts sind. Meint. Fahren wir jetzt, wir fahren hier rum. Hier rum, hier hoch und dann rüber. Über Fuchsturm. Nochmal, Brigands. Kommt ran, Jungs. Kommt ran. Wer will noch? Sexy ist. Sexy hat ein Randivo Ini, kann das sein? Hallo. Oh, ich habe Ben vergessen, ein Schild zu geben, ne? Oh. Es könnte böse enden. Einfach nur wegen dem Schild. Ich nehme den High Ground, Mama. Ich bin voll cool und sinnvoll und so. Scheiß KI. Ihr habt ja 3 Ranges, deswegen bleibt ihr hinten stehen. Okay. Wir nehmen den High Ground. Ob sie stellen wir mal daneben. Hier gehen wir in die Mitte rein. Nehmen wir euch genauso dahinter. Stellen wir dahin. Das war doch ganz okay im Deep hinten. Ja, mittelprächtig. Dann gehen wir dich mal hier hin, aber du warst gut. Sono. Sono, take the lead. Du sollst nicht dann weiter reinlaufen. Mal nicht alle geballert, die Schweine. Diese Bratzen. So, let's go. Uf sie mit ihr Brüll. Wobei eigentlich bei einer Karawanenverteidigung müssten sie irgendwann sowieso rauskommen. Sie wollen oder nicht. Wartest auch nochmal. Ja, du wartest logischerweise auch. Nee, anscheinend hat Dingens nur, dass er zuerst dran ist. Sexy, dass er in der ersten Runde zuerst dran ist. Kann schon mal losrennen mit seinem Klumpfuß, während alle anderen noch hinten stehen. Da habe ich gerade keine gute Posi für dich. Das finde ich nice. Dann kann ich den Highground da nehmen, hoffentlich. Geht auf meinen Hund da, ne? Der hier. Das ist ja unangenehm. Oh, Sexy hat einen Gegner. Wuhu! Trifft nur leider nicht. Kann ich hier noch rein? Hallo. Guten Tag, ich bin hier mal im High Ground ein bisschen. Ist schlimm? Nee, ist okay, oder? Geiler Hit. Geile Hits! Boah, noch ein geiler Hit. Den hat's schon mal. Der ist dann schon mal raus. Ich habe mir jetzt nicht so hingestellt, dass der hier auf mein Backliner gerade durchschießen kann, was ein bisschen suboptimal ist. Ich hoffe, ich bin vorher dran, nochmal zu moven. Ja, bin ich sogar. Guck mal. Können wir das machen? Und ihm mal eine versuchen zu hauen. Ey, Hund trifft beide. Damit wird er von dem Gegenshit nicht triggert. Hm, 63, 74. Kopf ab! Yes! Kopf haben sie halt immer spektakulär aus, ist einfach so. Deswegen freut man sich da so. Sonst fallen sie halt einfach nur um. Aber da fliegt dann halt immer noch was. Okay, irgendwie fängt es gerade an zu laggen. Das finde ich gar nicht mein. Das, was ich sehen will. Da hat er auf beide gehedet.
Stand. 90, zack. Moment, der da unten kann ja nicht mehr. Hallo. Wir verprügeln dich mal noch hier unten. Und dich. 77, 32, 78. Schreiben wir dich halt auf. Auch okay für mich. Ich schneide den auf, den ich am besten schneiden kann. Schade. Ich dahin gehe, darf ich nicht mehr. Ich werde da oben trotzdem helfen müssen. Gehe ich mal dahin. Und der kann mich da nicht hitten, weil er nur in geraden Linien hauen darf. Mit Sam's Double Range. Ich habe mich jetzt nur hingestellt, damit nicht mehr auf den Hund geht, damit der Hund überlebt. Mit unserer Investition erhalten wird. Ach nee, er kann swingen, stimmt. Aber das trifft auch nur die direkte Frontline vor ihm. Die sollten das tanken dürfen. Die sollten das tanken dürfen. Sehr geil. Du bist fast mit einem Schlag komplett durch. Die Äxte sind so fucking stark. So mega stark. Nein! Doch nicht hidden. Doch nicht hidden impossible. Hallo. Ich hätte dich runterhauen sollen vorher, ne? Und dann nachsetzen. Das wäre andersrum smarter gewesen. Erst schubsen und dann nachsetzen und einfach nicht attacken, weil man eh nicht trifft. Wäre schon irgendwie... Das wäre besser gegangen. Guten Tag! Schön den Kopf gepeitscht. Geil, 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 geil. Ja, du meinst, es hilft dir jetzt, ja? Am Bluten ist er. Ich kann ihn jetzt wieder schubsen und das... Shield will spear will and repulse will be canceled for a target that is successfully knocked back. Du bist doch im Shield worn, oder? Yes. Wird er nur nicht genockbacked, da ist Shield will gecancelt. Wird jetzt weggerannt oder was? Wait a second. Bin ich aber dagegen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Bleiben Sie mal hier. Also gerade noch reingesteppt, ne? Jetzt wieder rennen. So ist das mit jungen Leute. Keine Moral mehr, die Jungs. Guck dir das an. Und Wuffy sprintet. Wuffy gibt Gummi. Erstmal das Schild klauen, wenn er rennen will. Rennt wirklich, ne, die Sau. Hier geblieben. Haben wir dich? Du hast nur einmal. Will auch rennen, ey, ne? Diese Feigen. Diese Feigen Schmeiklinge, ey. Der muss auf jeden Fall noch Dingens kriegen. Ja, wie heißt's? Fearsome. Fearsome muss er auf jeden Fall noch kriegen. Hier wird nicht weggerannt. Doch gesagt. Das ist so krass, wie Xalava über dieses Schlachtfeld sprintet, wenn er diese Sachen hat. Diese extra AP.
Hallo. Sonor rennt aber auch ganz gut. Dafür, dass er so schwere Sachen anhat. Geil. Wieder Level-Ups. Whoop, whoop, whoop. Ich glaube echt ordentlich XP. Holy. Ganz viel. 400 XP für Xan. Na gut. Der hat halt auch hart Leute umgelatzt. Das gibt dann halt XP. Das gibt auch nochmal extra Kohle auch. Finde ich gut. Finde ich gut. Und das repariere ich gerade, weil ich es eventuell selber nutzen will. Weil dich nicht. Ich berechne bei euch auch. Nee, ich habe hier oben genug. Ich dachte mir so, für Range-Dudes wäre es vielleicht gar nicht so dumm, aber eigentlich ist es gut. Ja. Achso, und die Level-Ups. Level up! Level up! Ich mag Level up mit plus 3 Melee Defense. Yes! Moment, was machst du? Immer noch gar nichts. Keine defensive Option reingebaut. Hm. Destroy. Yeah, I guess. Was tut dann unsere Idee für unseren Zweihand Flailer Lone Wolf Flanker? Dann bräuchtest du aber Underdog, glaube ich. Damit du keinen fiesen Mali kriegst, wenn du surrounded wirst. Aber du brauchst dann trotzdem irgendwie ein Battleforge oder sowas wenigstens. Plus 3, yes! Yes, plus 3. Was machen wir mit dir? Du hast Brawny schon, also wirst du Battleforge. Dann kriegst du das. Kriegst du das, dann kriegst du das. Let's go! Du hast schon den Mace sogar. Dann kriegst du auch nochmal Rotiererei, damit wir bei Leuten, die uns abblocken, reinrotieren können. Nochmal Brigands. Wenn ihr unbedingt wollt, let's go. Noch geht's mir ziemlich gut, außer Sepp, aber ansonsten geht's allen ziemlich gut. Sepp und Topsy sind die einzigen, die bis noch die Nase gekriegt haben. Und du darfst wahrscheinlich immer, ne? Ja, hier, du hast Impatient. Oh. Hallo. Nehmen wir mal hier so hin. Das sind 14 Leute. Ich bin immer noch kein. Fuck. Immer noch kein Shield of Ben. Sag mal, ist es Absicht? Damit er mehr Damage macht mit seinen 3 Hits, die er machen kann? Ja, eindeutig Absicht. Darf ich hier drüber hauen? Wenn ich da jemanden sehe? Oben steht auch noch einer. Oh. Hier unten sind 3, die einfach nur defensiv sind. Gefühl hier oben fehlt ein bisschen die Frontline gerade. Aber wenn da noch 2 stehen, die noch dran ankommen. Vielleicht fehlt mir auch unten nicht die Frontline. Oben die Frontline meine ich. Hier, du gehst mal dahin. Auch eins weiter geht nicht, weil Waldboden wahrscheinlich. Ja, ne, Forest Ground. Fuck you. Forest Ground suckt. Lass mir hier alle da irgendwie sinnvoll hinstellen. Hallo. Ich hoffe, Sono kriegt jetzt nicht direkt den übelsten Hit ins Gesicht. Und ich hoffe, dass er das zu vermeiden weiß. Hat ja gut funktioniert, dein Schild. Mit der Shield-Wall, die du hochgezogen hast. Keckweh. Noch dran? Acts in 21 Turns. In 4 Turns. Gehauen wird also vorher. Hier habe ich jetzt Leute. Nehmen wir einfach mit daneben. Uff, der Hit. Ja, ihr müsst euch auch ein bisschen. Aua. Jetzt hat er echt den Yushka den Kopf eingehauen. Die Sau. Hallo Sonix, wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Das ist ja ein spannender guten Morgen. Eigentlich gesehen, wie geht's dir? Was macht dein Leben? Dich habe ich nicht mehr in dem Playthrough erstellt, weil du nicht mehr da warst. Aber dich könnte ich wieder erstellen. Also wenn ich mich gerade noch nicht zugewiesene Leute habe. Ich glaube schon, einer könnte es noch sein.
So, hier ist keiner reingekommen, sagt ihr. Das 42 Dief. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Du gehst da rein und du triffst natürlich nicht. War irgendwie abzusehen. Sonst aber super duper gut. Erkältete hört sich auch nach so einem typischen Ding an. Der Jahreszeit. So, Masamodo geht auch mit rein und du schlitzt den jetzt auf. Ich hätte gern mal einen Ranged. Ich habe keinen Ranged. Ich spiele Kultisten und Kultisten sind echt schlecht in Ranged. Entsprechend, Range ist nicht aktuell. Also, leider nein. Ich hätte es auch gern, aber leider nein. Also, den letzten Rage, den ich gekauft habe, der gut war, der ist mir direkt wieder weggelaufen. Nee, Junge, den habe ich geopfert. Den habe ich dem Blutgott geopfert. Ups. Also von daher, du bist das Range nicht mehr ganz so sicher in meiner Kampagne jetzt gerade. Weil ich glaube, die wurden jetzt schon häufiger mal dem Blutgott geopfert. Sehr schön, Buffy hat da oben den Typ gebunden. Wir gehen mal hier hin und dürfen aber hier nicht mehr angreifen. Au! Ach, diese dumme Werferei, ne? Macht mich schon ein bisschen wütend, dieses Werfscheiß. Jetzt hört ihr. Ihr dürft da drüber werfen, aber ich darf nicht zurück angreifen? Was ist das denn jetzt? Ey, und hört auf, den Esel zu snipen. Ah, ich darf da drüber angreifen. Ja! Arschkicks. Aber ich darf anscheinend nur über das hier angreifen, nicht über. Nee, über den. Das ist ein Tree, was ist das andere? Das. Wie? Lass mich doch kurz machen. Ich würde gerne einen Pauseknopf haben, dass einfach mal kurz keine Actions passieren, sondern ich Sachen nachgucken kann. Aber einen Pauseknopf gibt es hier leider nicht. Das ist ein WoW spielen, ja, dann viel Spaß. So. Tree, Tree, Tree. Blocking Movement. Ah, okay. Der blockt keinen Line of Sight und der blockt Zeit. Das verstehe ich noch nicht, warum. Blocking Sight. Blocking Sight. Upsi, geht da mal mit rein. So, und du gehst meinem Wuffi helfen. Das heißt, hier drüber kann ich nie angreifen. Euch runterwerfen wird auch schwierig. 18, 18, 56, dann gehen wir auf dich. Und dich erstmal rund. Gott, die Bäume ausblenden, das sind ja viel zu viele. Das sind viel zu viele. Generell habt ihr euch echt eingebunkert, ihr Schweine, ne? Muss ich ja mal so sagen. Oh, und beißt ihn einfach tot. Alles klar, ne? Entspannung. Overwhelm. Dann trifft er weniger, auch beim Werfen. Irgendwie komme ich aber hier an die Leute nicht ran, ne? An die Rangies da hinten. Au, scheiße, die snipen mir langsam meine Jungs. Echt unangenehm. Das ist auch wieder keine Zeit. Das ist doch das Blockzeit. Wie du darfst nur auf mich schießen, wenn das hier Sicht blockiert. Das ist ja scheiße. Das ist ja absolute Scheiße. Okay, mach das halt an. Ja, du machst es auch an. Du piekst halt. Immer noch versteckt hinter hier einem Baum, angeblich. Heute gerade. Okay, das ist ja eine geile Abfolge da oben. Hallo? Ja, irgendwie hier oben rum. Das war scheiße. Die zwei Attacks auf den. Dass die auf einem Highground und so stehen, ist irgendwie Mist.
Irgendwie ist das Mist. Ja, und ihr trefft halt immer wieder irgendwann mal. Ich will jetzt aufhören, da rumzuwerfen. Dankeschön. Wenigstens einer von denen hat aufgehört, rumzuwerfen. Hallo. Wofür machst du mit? Damit wir ein bisschen mehr Hits auf ihn kriegen. Ja, aber wegschieben, ne? So, dann hast du keinen Bock mehr, das ist sehr schön. Hat sich ja das geklärt. Ich glaube, Sexy ist tot. Struck down Sexy, der lebt noch. Er lebt fucking noch. Sexy lebt noch, da hat er noch eine Verletzung. Jetzt wird's aber langsam kritisch. Moment mal. Hat er nicht gerade einen von uns gekillt? Brigand Raider? Ne, killt Brigand Raider war das, glaube ich, mal so ein Motto, oder? Ja, dann standen jetzt einfach zwei vor ihm. Geht das was anderes dann? Wir können ja nicht so weit rennen, ihr Schweine. Aua. Can you stop it, please? Halt noch mehr. Also, die Truppe ist irgendwie auf dem, mit dem ganzen Geblockten echt ekelhaft. Richtig ekelhaft. Ja, gehen wir auf den Hund. Wir haben halt super viele Leute in unserer Backline, die einfach ziemlich kaputt sind. Ziemlich am Arsch. Und ich krieg halt die nicht so ordentlich surrounded, dass ich meine Mehrzahl ausspielen kann, so, das ist das Problem. Da muss er wieder einen Tod. Aber das nützt halt nur sehr wenig. Und der wurde halt auch wieder angeschossen, ne? Krieg Nachrichten. Krieg ich wichtige Nachrichten? Moment, Moment, Leute. Ja. Profi beschäftigt ihn. Du triffst zum Glück nicht, ey. Wenn du auch da die ganze Scheiße dort durchgetroffen hättest, ey, da hätte ich aber. Da wäre ich aber sauer geworden. Guten Tag! Kommen Sie her. Sie werden verarztet. Sie werden verarztet. Ricky macht das. Ricky verarzterich. Wir wissen es alle. So, du... Hat immer noch was zum Werfen, Alter. Das ist dein scheiß Ernst. Als ob du noch was zum Werfen hast. Das habe ich halt hier nicht drüber. Jetzt aber. Hier, hör auf zu werfen, Junge. Du hörst auf zu schießen, bitte. Schön auf den Kopf. Bonus Damage. Profi, du holst den. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Leute noch draufgehen hier, weil die alle doch relativ low sind. Weil wenn ich jetzt noch so ein Überfallkommando kriege von Brigands, dann wird es aber echt bitter. Killed Xeli the Cultist. Xeli ist tot. Genau das. Der konnte halt den einen Schuss noch machen, weil er noch geladen hatte, Mann. Oh, Mann. Wir hatten so viel gute Optionen hier für sich. Das ist... Und da kämpft er natürlich nicht mit, ne? Waldboden, ich kann da nicht schnell hin. Diese ganzen... Die übelste Mauer, als hätten sie eine Fortifikation... reingestellt, ey.
Oh Mann. Ja, dich darf ich nicht schubsen, also kann ich nur angreifen. Weil ich kein Schild mehr habe, darf ich nicht schubsen. Du verlierst 3 Hitpoints pro Runde. Puh. Bin ja eigentlich nicht taunten gerade. Würde ich mal gerne einfach stehen lassen, glaube ich, kurz. Wir hoffen, dass du das immer noch überlebst, weil noch mehr Damage kriegen ist ja das blöd. Achso, ich brauche 6. Ich brauche 6 AP. Also 6 die gestruckt down und Xeli getötet. Das ist natürlich sad, sad situation. Und der da oben ist immer noch am fighten. Weg mit dem scheiß Schild. Oh no. Boah, er sollte auf ihn gehen, das sollte okay sein. Er hat auch nur das Messerchen. Küchenmesser. Leider wieder nichts. Für die Heilung für ihn. Scheiße. Ich habe gekauft. Krieg's nicht schnell beendet und ich habe keine Blutungsheilung und 3 pro Runde ist echt viel. Tatsächlich. Und solange wir im Kampf sind, ist die Aussage. Der hier oben ist halt dann das Problem, ne? Den müssten wir eigentlich noch irgendwie angehen. Dass wir den schnell down kriegen. Wir haben noch irgendwie, ich glaube, 10 Runden oder? Oh, 10 Runden ist relativ vieles. Ich habe über 10 Runden, ja. Gehen wir doch schon hin, oder? Auch wenn du nur einen Hit pro Runde machst, wär sogar okay. Er ist totgeblutet. Geh doch schon mal irgendwie in die Richtung, dass du da versuchen kannst zu helfen. Und genauso du. Weil der ist, glaube ich, der limitierende Faktor jetzt für die Kürze des Kampfes. Du wartest noch. Ja, ja, ja. Das ist das Problem, was ich meine. Wir müssen gute Leute zu Kultisten machen. Wir müssen in der nächsten Runde eigentlich da reinsteppen. Hallo. Geht's schon mal schlechter, dann trifft man dich einfacher. Sehr gut. Hast du weniger Defense und weniger Offense. War ein bisschen hochnäsig, sind wir ehrlich. Und das Spiel hat ja gesagt, nee. Hättest du mal lieber nicht gemacht, wa? Maxeli für verloren. Okay, er will rennen, sehr gut. Ich will eigentlich jetzt sogar, dass er rennt, weil ich ja den Kampf möglichst kurz halten will. Wäre sogar gut, wenn ich ihm einen Fluchtweg lasse, dass er versucht zu rennen. Dann ist er, glaube ich, die Runde schon tot. Ja, sehr gut, perfekt. Ja, Xeli. Das sad. Wurde einfach übel durchlöchert. Alter, du hast jetzt nochmal. Nee, Sexy ist damit auch raus. Wir sehen gerade übel viele Leute tatsächlich, was das angeht. Wir müssen hier billig Sachen wegtun und teure Sachen mitnehmen, wie das da. Sowas weg, sowas weg. Ich weiß nicht, ob ihm mehr wert seid. Oder ich glaube, du bist ziemlich viel wert. Du bist mehr wert. Wäre. Hier Arming Sword haben wir auch noch. Rüstungen, ja, so einen Body Armor würde ich, glaube ich, auch ganz gerne nehmen. So eine da. So ein Helm. Uff. Brauchen wir dich auch nicht, dann brauchen wir dich aber. Ich hätte. Oh, meine Peitsche natürlich. Natürlich, meine Peitsche.
eine Peitsche, hätte eine zweite Peitsche. Wo die zweite Peitsche her? Ich habe ja noch eine Peitsche in Reserve, ne? Ja, du bist nur verfahren, dann fliegst du auch raus. Fliegst du noch raus? Das Schwertchen. Ja. Haben wir irgendwas? 1, 2, 3, 4 Sachen werden aufgelöst. Ups. Nehmen wir dich noch wieder mit und dich. Und vielleicht lieber so rum, weil du bist, glaube ich, ein bisschen mehr wert, weil du ein dickerer Helm bist. Ja. Jupp, 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 jupp. So. Ja, also das war eine Tragödie. Sind wir ehrlich, jetzt will ich auch keinen Fight mehr haben, bitte. Ja, ich habe hier wieder vergessen. Ich habe hier so, nee, ich bin hier wieder falsch gelesen. Also Ricky hat ordentlich rasiert, ja. Ricky geil. Das funktioniert. Das Problem ist halt, die anderen, die haben... Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt neue Leute. Einige sogar. Du hast auch kein Dodge, ne, weil du Backliner bist. Ja. Aber du, bei dir wollen wir Berserk haben. Mehr AP. Uiuiuiui. Das ist doch bitter. Also wir kriegen den Maximalbetrag, aber wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Das ist so ein bisschen mein Problem. Wir müssen jetzt einiges reparieren. Hallihallo Jean, wunderschönen guten Tag. Nut. Hast gerade einen heftigen Fight verpasst, der ich dachte, dass er easy wird. Ich weiß nicht, ob es an meinen Entscheidungen liegt. Oh. Ja, supi, danke. Hey. Paranoid. Das heißt, wir können ihn nicht für Overwhelm benutzen. Es liegt immer am DAO. Ja, wahrscheinlich. Melee Damage minus Defense. Ach, come on. Das ist doch alles scheiße. Aber du könntest ein guter sein. Plus Defense minus Defense, also plus minus 0 und extra 10% Melee Damage. Er hat sogar eine gute Defense gerollt und ein gute. Ja, der Fatigue ist minimal gerollt, aber hat 2 Sterne drin. Let's go, wir brauchen neue Leute. Und der ist günstig. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob wir Danjushka, Masumoto, Topsy, Ben, Xan, Lexi, Ricky, Sono, Sepp. Ja. Dann bist du jetzt erstmal Sonix. Sonix the Butcher. Dann müssen wir dir mal eine Ausrüstung geben. Wir wollen hier eigentlich auch noch Sachen reparieren. Mindestens eine 90er Armor wäre schon ganz gut und wahrscheinlich mindestens eine 105er Helm wäre auch ganz gut. Du hast 54, da wäre es mindestens ein Schwert mit einem Schild. So. Ist die Minimalvariante. Viel Spaß. So, ja, es fehlt uns den Backliner, wir haben bei dir kein Schild mehr, Ja, sad situation, sind wir ehrlich. Das ist echt eine sad situation. Wie sind hier die Verkaufspreise? 15, hier. Nehmt mir mal den Müll ab. Wir hatten noch irgendwo hier einen Müll. Also wir haben unfassbar viel gelootet, ne, aber wir müssen erstmal kurz unsere Sachen reparieren, nachdem wir auf die Fresse gekriegt haben. Ich wollte gerade mal fragen, wie es hier geht, aber ist auch okay, wenn gelurkt wird. Ich bin hier eben nur einfach am Zocken, weil ich zocke und stream das halt noch nebenbei. Im Discord-Kanal Dinge passiert. 2500. Das war's irgendwie. Also.
Das wird schwierig wird. Sind wir mal ehrlich, aber hier gibt es zumindest billig Tools, die wir erstmal mitnehmen dann. Und dann müssen wir, glaube ich, mal kurz so machen, einen Tick. Damit das aufgelöst wird. Können wir hier auch verkaufen, aber wieder wollen wir dann reparieren. Die ganzen Waffen. Nicht unbedingt. Ich nicht dich. Und ich muss auf jeden Fall den Leuten hier das mehr einpacken. Leute, ihr braucht auf jeden Fall was, bisschen was zum. Das habe ich irgendwie komplett wieder verpeilt. Blutungsheilung. Kann ich bei euch verkaufen? Sinnvoll? 15 ist nicht ganz so geil. Ich denke, es ist schon okay. Es ist okay. Achso, jetzt müssen wir auch dem neuen Dude hier, den haben wir doch hier irgendwo hingestellt. Du brauchst erstmal das noch. Alle haben ihn durch. Für den Fall der Fälle, yes. Alle haben ihn durch. Dich reparieren wir eh nicht. Dich reparieren wir nicht. Ich nicht. Achso, den habe ich ja auch noch drin. Fuck. Überhaupt nicht gesehen. Also insgesamt gab das schon ordentlich Moneys, aber mal echt gute Leute verloren. 174. Könnte man sogar überlegen, das noch mitzunehmen. Den brauche ich aber. Ne, Essen habe ich auch jetzt gerade wieder genug. Was für Essen habe ich denn nochmal? In 2 Tagen drauf. 4 Tagen. Komm, ich gönne ich noch mal ein paar Fische. So, wie sieht es hier aus? Boja. Super, danke. Ein Thief. Thieves mag ich schon sehr gerne. Weniger Damage, aber dafür ganz gut Defense. Okayer HP. Wäre halt wieder was für einen Nimble Frontliner, Dodge Nimble Frontline Bums Dude. Was bist du? Bloodthirsty und ein Drunkenbold. Nicht optimal. Wahrscheinlich besser als nix. Dann hätten wir unsere Truppe wenigstens wieder voll, also eine volle Truppe. Dann hätte ich aber nicht verkaufen sollen, gerade ich Idiot. Weil dann wird es, glaube ich, knapp mit der Ausrüstung. Du hast einen Stern, du hast ein bisschen Defense. Was soll's. Mal sehen, ob du überlebst. Im Zweifel opfern wir dich bei nächster Gelegenheit. So, ich habe gesagt, nur Leute, die Level 3 erreicht haben, verdienen sich eigentlich den Namen. Von daher habe ich Sonics eigentlich jetzt schon zu früh benannt. 51 und 53. Ja, ich seh euch beide als Speerträger. Let's go. Ich sehe euch beide als Speerträger. Ihr beide ganz schön kacke seid. Wir wollen mit dir ja schon irgendwie mal was geben. Das. Wieder das Frontliner. Ne? Wir haben jetzt einen Backliner verloren und setzen es halt mit Frontline. Das ist so ein bisschen das, der Knackpunkt daran. Alternativ könnte man vielleicht den Thief auf einen Peitscher umbauen. Der wird halt am Anfang nichts treffen. Das ist so ein bisschen auch wieder doof. Auch wieder doof. So ein bisschen. Müssen wir hier alle nach eins nach links verschieben, glaube ich. Dann tauschen wir euch nochmal. So ist, glaube ich, die Aufstellung für mich okay. Du hast noch gar keine Body Armor. Hier kriegst du eine Body Armor. Reparier die mal für dich. Hier hast du noch einen Kettenkopf. Moment. Nicht einen Speer geben? Ja, die wollte ich einen Speer geben. Den musst du auch für dich selber reparieren. Das ist hier halt so. Du hast ganz gute
Ausdauer, sehe ich gerade. Tatsächlich, dann kannst du sogar schon einen besseren Shield tragen, damit du nicht weggesniped wirst. Ja. Eisenstein. Cargo nach Eisenstein wäre okay. Was ist das? 3000. Hunt down the Barbarian King. Eher nicht. Wollten hier das mitnehmen. Das nehme ich noch. Wie viel haben wir jetzt? 4 Tage. Dann Contract und let's go. Ab nach Eisenstein. Ab nach Eisenstein. 150 ist sogar Maximum. Oder habe ich gerade aufs Maximum gekauft? Dann wäre das echt dumm gewesen. Habe ich eventuell vertan. Ja, Xeli ist jetzt RIP, ne? 131 Tage war da, 70 Battles, 50 Kills, unser Peitschenmeister. Ich weiß nicht, ob ich wirklich bei der Peitsche bleibe, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde dir sogar lieber die Long Axe geben. Weil ich die Peitsche nicht immer geil finde. Weiß ich, 110. Er macht auch mehr Damage. 40 bis 70, 70 bis 95. Fatigue ist halt ja niedriger. Ja. Also die Long Axe ist, glaube ich, schon eine gute Waffe. Come to the stop, you go to the front, figure out what is going on, only to see a line of well-armed men standing in the spurious worker's way. Well, this should be interesting. The enemy lieutenant steps forward and pounds his chest. This is your talking to a man of the Northern Company, no common brigand. Foul green screen, bag of coins or skirt and escape us. The man finishes his posture and personal fortification, he points the cargo carrying. So now that you realize the danger you're in, why don't you go ahead and hand the cargo over? Well, the theatrics were pretty entertaining, if nothing else. If you want it, come get it. Ja, ich bin gerade absolut nicht in der Verfassung, kämpfen zu können. Dann hier. Viel Spaß. Gehen wir in die nächste Stadt und gucken, ob es da was gibt. Also wir sind halt gerade nicht in der Verfassung, sinnvoll zu kämpfen. Wobei, wir hätten, naja, oder. Sexy. Ach, scheiße, muss Sexy noch retiren. Ja, Sexy, tschüss. Also es geht halt nicht mehr. Ich kümmere dich, du bist nicht tragbar mehr. Für die Company, es geht nicht. Sexy muss raus. Jetzt haben wir super viele Leute, die ein bisschen Level haben verloren. Müssen wir uns auf jeden Fall neu aufhören. Jetzt brauchen wir wieder Low. Low Shit. Ne, in meiner will ich eigentlich nicht haben. Und hier gibt's wieder. Ja, Nightmares. Ich habe aber keine Netze. Schön, dass ihr Nightmares habt, aber ich habe keine Netze. Kann ich die Nightmares nicht enden, sinnvoll. Leider 283, da wird sogar schon ein bisschen Gewinn machen, aber ich denke, da geht noch mehr. Wir haben schon geguckt. Ich habe einen Waffenschmied. Gehen trotzdem nach Eisenstein. Wir gehen trotzdem nach Eisenstein. 20 Brigands? Alter, what? Was geht denn ab? Okay, da kommt die First Company, die hilft uns gleich, glaube ich, schon mal. Ich geh's erstmal besoffen, ja geil. Brawler. Less fatigue, each tile traveled. 2 Sterne in Defense. HP ist okay. Fatigue minimal, aber ist okay. Resolve ist okay. Also jetzt nicht für den Brawler, sondern insgesamt. Und 1 Stern in Tag und 1 Stern in Defense. Ja, wir brauchen Leute. Wir brauchen Leute in the Frontline. Dich würde ich übrigens gerne reparieren. Auch. Du hast 100. Dann müsste das eigentlich noch gehen. Mit dem. Dem. Und 54. Dem. Und nochmal ein minus 9er Helm. Das 5er Helm geht auch. So. Da hast du sogar noch 66. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante, um damit zu arbeiten. Ja, so ein bisschen habe ich jetzt das Problem, dass ich so viele Leute habe, ich eigentlich nicht. Die eigentlich nicht gut ausgestattet sind.
die einfach echt nicht so gut dabei sind. Auch Topsy, wir tauschen Topsy mal mit Sono. Sono hier in der Mitte ist, glaube ich, besser. Und dann verteilen. Du bist besoffen. Uch, du bist besoffen. Ist ja, glaube ich, content with being a Surf, oder? Nee, 25% extra Resolve, aber halt alles sonst runter. Ja, Ricky. Gefällt mir nicht. Sind wir ehrlich, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich hab doch jetzt. Achso, weil ich dich nicht hier hingestellt habe, deswegen. Ah, da war mein Fehler in der Aufstellung. Ich würde sagen, geht doch symmetrisch. Doch 12 Leute, die muss doch symmetrisch gehen. Was haben wir hier für Aufträge? Karawane. Eine billige Karawane. Mordorf, ein Tag nach Westen. Briggins, ist halt schlecht. Das ist 1500. Das hatte ich halt vorhin schon abgelehnt, wo ich mehr Leute hatte. Ich warte mal kurz wegen den Briggins hier oben. Ich glaube, die sind wieder abgehauen. Okay, dann mache ich das nicht raus. Dann machen die Karawane, glaube ich, nach Mordorf, einen Tag nach Westen. Ja. Wir müssen halt erstmal. Eine Karawanenmission sind meistens ganz gut, um sie wieder aufzubauen. Oh, es geht oben rum. Logo. Hätte ich mir denken können. Oben rum ist scheiße, weil der Wald ist immer heftig. Der Wald ist halt wirklich heftig, was die Leute angeht. Also. Hier ist es irgendwie immer Brigantown. Oh, wir kriegen einfach noch. Wir kriegen noch einen Free Dude. Wir kriegen noch einen Free Dude, der was hat. Gute Inni. Schlechtes Leben. 53, 34. Könntest du werden. Gute Fatigue. Wie ein Tank im Zweifel. Tank mit hoher Inni. Was eigentlich dann für Nimble spricht, aber dafür hat zu wenig HP. Ich glaube, ich müsste die Talente auf Inni ignorieren, dann könnte es ein Battleforger werden wieder. Ja, keine Ahnung. Ah, what? Ich habe einen. Mit 214. Ich habe jetzt jemanden verloren, der. Achso, ja. Sexy hat den 214er Helm, ich wollte gerade sagen. Ja. Hier, du kriegst einen Scheißhelm. Viel Spaß. Du kriegst ein Schwertchen. Er hat. 90er Rüstung. In Dolchlein. Weil du so kriegst keinen Dolch, du bist nicht im Einsatz. Du bist nur Leute im Einsatz, die haben nicht allen Dolch. Ja, jetzt kannst du doch noch einen Dolch haben, so. Hier Gegengift. Einfach nur damit was haben. Dich mal auf jeden Fall noch reparieren und dich auch noch. Wo ihr vorher nicht repariert wart. Also ich habe das Gefühl, die Peitsche muss ich eigentlich ein bisschen kombinieren mit einer anderen Backline-Waffe. Aus dem einfachen Grund, dass die halt keinen Damage macht gegen gepanzerte Ziele. Aber es gibt keinen Ranged Cleaver, ne? Also die Peitsche ist der Ranged Cleaver, logischerweise. So. Ich hab nur Bettler hier, beim Taxi der Missen. Könnte ich das mal wieder craften? Bin ich eigentlich okay. Drive of Brigands. Jetzt kriege ich nur Drive of Brigands Sachen, oder was? Das ist doch scheiße. 245. Wir haben es aber für 274 gekauft. Das ist schlecht. Und das sollte man irgendwie auch verkaufen. Wie viel ist der Preis hier aktuell? 14. Nee, bei euch wollen wir nicht verkaufen. Wenn wir nicht müssen, wollen wir da nicht verkaufen. Eigentlich von Eisenstein nur nach Dulmen rüber. Das ist, glaube ich, besser. Versuchen wir das mal. Hier hätte sich. Hier sollte man irgendwann einen Weg. Das wäre noch geil. Ich glaube, das ist das, was ich mir für Battle Brothers 2 wünschen würde. Das kann ja die Welt erstmal generieren, aber wenn dann häufig bestimmte Verbindungen gelaufen werden, sollten sich da trotzdem Wege bilden.
Oder man sollte irgendwie darauf Einfluss nehmen können, wo man Wege haben will oder sowas. Also wie Ziedler 2, dass wir sagen können, ja, hier, so durch, klar, let's build und so. Ich glaube, hier kann ich genau das schon mal verkaufen, wieder für schön plus. Das ist ja dann schon mal fein. 19er Verkaufswert, das ist ja ganz geil. Kann ich euch den ganzen Müll geben, der gar kein Müll ist. Der nur einfach übrig ist. Also für Müll habe ich tatsächlich gar nicht, weil, ne, Probleme. Probleme mit Leuten und Neuaufbau und so. Bin ich, glaube ich, gerade durchgegangen, ne? ...57 und Bloodthirsty mit guter... ...und guter Ausdauer. 112 Ausdauer ist halt insane. Im Vergleich, was ich sonst so hab. 118 ist aber Chicken. Will never be of confident morale. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber Bloodthirsty würde bei uns reinpassen. Ja, wir müssen aber jetzt Level-Aufträge machen eigentlich. Also, da werden wir uns jetzt dran gewöhnen müssen. Hast du sogar... Du kannst auf jeden Fall ein Schwert tragen. Das so... Achso, Helm. Ich hab den Helm vergessen. So. So. Ich fand jetzt wieder zwei Bloodthirsty-Leute da drin. Topsy, du bist noch einer. Ich glaube, du bist schlechter sogar. Du hast halt zwei Sterne in Defense. Ich glaube, wir tauschen trotzdem erstmal. Auftrag ist Drive of Brigands. Wir versuchen jetzt mal Drive of Brigands, weil eigentlich für 500 sollten wir das schon hinkriegen. Das sollte eigentlich super, super easy sein. Es dürften bloß ein paar Thugs sein oder sowas. Also auf jeden Fall keine irgendwie Marks, keine krassen Marksmen, also keine Master Archer, so ein Scheiß. A few Brigand Marksmen, some Brigand Raiders. Mal sehen. Bin ich immer gespannt. Ja, aber keine Fortification, das hilft schon mal extrem. Kann ich nämlich einfach reinlaufen. Das ist schlecht. Ist das? Sonix ist das schon mal. Sonix, ich glaube, du überlebst nicht lange. Ist so ein Gefühl in der Bauchgegend. Aber ist nur so ein Gefühlchen. Nur so ein Gefühlchen. Wenn wir dich überleben haben wollen, musst du mir zurückgehen. Das ist ja traurig. Das ist ja absolut traurig. Ich würde sagen, er sollte eigentlich ganz gut defenden dürfen. Der beschäftigt sich gerade die Backline von denen. Das ist noch ein Problem. Ja, genau, Problem. Der Damage nehmen kann. Im 26, 100. Da kriegen wir sein Schild wahrscheinlich weg. 43. Ja genau, kriegen wir sein Schild nicht weg komplett. Stunnen wir den hier erstmal eine Runde, würde ich sagen. Au! 40. Brauchen halt zwei Runden, um die Schilder wegzumachen, die großen. Ist es halt. Ja, du bleibst mal so da stehen. Du, da ist es dein Beitrag schon noch irgendwie. So, wie viel Hitchance hast du? 72, dann können wir dich hier schon durch mit rannehmen. Oder auch nicht?
Nee. Nee. 64, 56, 36. Ihr wartet jetzt erstmal. Hätte ich aber eigentlich auch bei dem anderen machen sollen. Für die Axtleute. Genau so hier. Du könntest ihn mit abstechen, deswegen wartest du auch. Axt, zack. Und du holst die Rangies, danke. Axt, zack. Auch noch Hund hin für mehr Actions. Die halten ordentlich aus, leider inzwischen. Durch unseren Rückfall, sage ich mal. Ne, bleibst du erstmal. Der ist noch gefährlich mit seinem Zweihand-Shit. What? Er wird getauscht. So, so. Dann packen wir hier einen Hund hier rein. Wenn ihr tauscht, mache ich mehr Hunde. Ganz einfach. Sehr schön, hat der Hund den gekillt. Der Hund könnte da rein angreifen, das ist schlecht. Dies ist suboptimal. Bei euch ist es wurscht, ne? Also ich zwar den gleichen nehmen sollte. Ja, ihr seid alle noch dran. Ich hätte wieder nicht rein. Jobs! Bitte Shield Wall. Guten Tag. Noch dran? Ne, bist du nicht. Dann kann ich hier reingehen. So, schöner Hit. Ins Gesicht, der blutet. Jetzt gar nicht mehr gut. Da hinten sind noch die zwei Rangies, die aufgehalten werden. Sieht aktuell gut aus. Kasimir hat da schon mal einen guten Job gemacht. Können wir ja mal schon mal festhalten. Ja, Sonix, du hast dich ordentlich reingeworfen. Also du warst motiviert, aber vielleicht warst du ein bisschen zu motiviert gefühlt. Vielleicht nächstes Mal die Motivation einen kleinen Tick zurückschrauben. Und ein bisschen das Schild hochnehmen dafür. Oh, da war ja noch ein Gegner, Lul. Also ja, ich fordere ja immer viel Motivation ein, ich weiß, aber war an der Stelle trotzdem nicht optimal. Du jetzt rennen willst, wo bist du? Ach ne, hier ist noch ein Platz frei, ne? Da musst du jetzt hinrennen. Das ist ja spannend. Aber der rennt auch. Du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr. Du machst den mal eben mit weg. Sehr geil. Hallo. Wie geht's denn so? Mr. Bogenschütze, der noch kämpfen will um jeden Preis. Ja, ja, wie geht's denn so? Hallo. Ich weiß, du hast noch kein Damage, aber... Das können wir ändern. Sind wir ehrlich? Das geht. Krieg mal hin. Guck mal, der Hund hat dich lieb und deine Nase ist auch echt schön. Zack.
Wir haben zumindest niemanden verloren. Das ist ja alles, was ich erreichen wollte. Wir haben was abgeschlossen und niemanden verloren, haben Loot gekriegt und XP. Das ist so ein bisschen das Niveau, was wir jetzt wieder haben. Das war halt fetter Rückschlag. So, jetzt können wir hier Sonics ersetzen mit Ewald. Bob, der verletzt ist. Dafür kriegen wir halt 550 Kronen. Wir verbrauchen 160 am Tag. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr einen Tag gebraucht in-game. Ja. Ja, da haben wir noch ein paar mehr Sachen, die wir aufwenden müssen. Ja. Oh, hier, guck mal, für 315 verkaufen. Na dann hier, nehmt das und werdet glücklich damit. Also die Verkaufspreise müssen hier okay sein. Mit 18 ist okay. Okayisch, würde ich mal sagen. Wir wollen die ganzen Sachen reparieren. Dich nicht. Auch nicht. Auch nicht. Dann können wir das hier direkt mitverkaufen. Ist. Achso, da. Auch nur eine davon. Das brauchen wir nicht. Ich wollen wir nicht haben. Ich wollen wir nicht haben. Mit dem Pole Mace habe ich mich immer noch nicht ganz angefreundet. Ich habe sogar noch ein Heater Shield in der Reserve und benutze es nicht. Oder habe ich das gerade aufgesammelt und bin einfach nur verwirrt. Ja. Asumoto, Heater Shield it is. Wie geiler. Ewald kriegt das Schild, damit er nicht so weggesniped wird, wie Sonics gerade. Sonics kann leider hat nicht genug Ausdauer, um das zu halten, nicht genug Kraft. Ja. Ja. Achso, wir haben jetzt noch ein paar. Topsy, hier, du hast dir das verdient. Die Alp Trophy Necklace. Let's go. Moment, ich wollte hier noch was anderes reparieren. Da, dich wollte ich noch reparieren. Kann ich aber dich verkaufen. Und dich auch, sehe ich gerade. Kann ich alles verkaufen. So, 29. Jetzt haben wir wieder 29 am Tag. Und nicht, gut, wir haben 9 Leute gekauft. Nicht mal 19, wollte ich gerade sagen. 1600. Und das Trading Parties. Nope. Nope. Ja. Hier einen Trade Run zu machen, ist irgendwie Quatsch. Würde ich sagen. Habe ich noch jemanden mit schlechter Rüstung, der echt viel Ausdauer hat? Du hast eine sickere. ...68 Kasimir. Hast du eine minus 9er? Minus 14. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Also wir sind zumindest mal wieder bei 4800. Das ist schon wieder ein Anfang. Wir waren ja gerade bei um die 2000 runter. Haben wir jetzt wirklich viel verkauft von unserem Inventar, das da irgendwie auf Reserve lag. Weil es ein guter Preis war. Das ist dann halt so. So, 230er Armor oder Helm. Wir haben einen 240er Helm für 4500, aber literally kein Geld danach mehr. Das ist schlecht. Da sehe ich mich nicht. Eugen. Ich haben wir sogar schon mal. Ja, dich wollte ich nicht nehmen, ne? Du bist aber auch ziemlich teuer, Junge. So, was das hier? Secure Burial. 250 plus 1000. Das war eigentlich immer okay aktuell. Ein Tausender sollte aktuell eigentlich völlig fein sein. Und ich habe ja so schon hochgehandelt. Follow the Tracks Return Tome of Arcane Knowledge. Das könnte ein Problem sein tatsächlich. Weil das wahrscheinlich ein Necro ist. Aber das hier, Secure Overturned Burial Crown, denke ich, sollte klappen. Die Leute sind inzwischen auch wieder okay. Gibt es noch ein Armor Run? Nee. Nicht das, was ich wissen wollte. Ich wollte wissen, ob es einen Training Hall gibt, aber das war nicht hier. Da muss ich mal gucken. Jetzt habe ich, glaube ich, genau in einer Stadt. Das ist nicht Eisenstein, ne? Sondern Treidenfest hat einen Training Hall. Und hast du, hat Wolfenburg auch eine? Ne, Wolfenburg hat keine.
Ja, ja. Sonst gibt's hier, glaube ich. Achso, wir können uns so nach. Da können wir auch hinfahren mit dem Schiff. Panel Armorer. Temple Barber. Und in Altsif waren wir noch nicht. Wir haben genau eine Training Hall. Mich gerade nicht irre. Aber. Ne, wir haben zwei Training Halls. In Wackerfest haben wir noch eine. Okay. Ja, let's go. Wir wissen nicht, was drin ist. Ist eine Überraschung. Und es sind wieder Brigands. 9 Brigands, wie gesagt, sollte machbar sein. Wenn es jemand, der da ziemlich rein darf. Oh. Oh, hallo. Wie kommt ihr denn nach vorne? Das ist ja sehr nett von euch. Also, wirklich sehr nett von euch. Hallo. Oh. Deswegen kommen wir nach vorne. Ihr wollt, dass ich da blöd reinsteppe. Ups. Ja, hab ich gemacht. Sind wir mal ehrlich, das haben wir gemacht. Ich dachte, ich kann hier so nur noch da reinstellen. Können wir jetzt aber nicht. Ich muss außen rumlaufen irgendwie anscheinend. Aber Sono hat, Moment, Sono hat einen Changer. Haha! Dann geht das. Perfekt. Ich wusste, wofür ich das Rotation gemacht habe. Das ist echt nützlich. Und du ballerst ihn noch rum, ne? Ist echt nicht an ihn rangekommen, wo er so weit nach vorne gesteppt ist, der Junge. Wenn ich das mache, blockiere ich aber nur ihm den Zugang. Das will ich also nicht. Wir warten mal kurz. Ja, dieses Gewerfe, ey, ne? Du wirst immer armed with a shield bleiben in der Runde. Alter, what? 2 Hits und wir haben ein Problem. Das ist unser Nimble! Ich meine, der hat keine große Rüstung, ja? Also sollte eigentlich noch ein bisschen tanken können, auch mit dem HP-Tank. Aber es ist trotzdem unangenehm. Und wir nehmen mal dich, dir das Schild weg. Du wirst mal den Archer jagen, würde ich sagen. Okay, du hast hier keinen Platz mehr, du musst hier hin. So. Hallo. Ohne Schild bist du nämlich ein bisschen aufgeschmissen, mein Freund, glaube ich. Ah, ist trotzdem gehittet. Finde ich gut. Du gehst mal hier unten rum. So, haben wir schon mal einen down von euch. Oh shit, der kann hier durch. Der kann hier durch cleaven. Wir müssen mal kurz hier hochgehen. Damit er nicht mehr gehittet wird. So sehr. Ach, come on. Diese Backline-Snipes, ey. Die sind echt unangenehm. Der Gegner kann das natürlich genauso wie wir. Der Njushka, du warst, glaube ich, jemand, der. Ja, mit 56. Kannst du da reingehen, um den zu tanken? Au. Dieses Rumgewerfe, ey, ne? Katastrophe. Wenn ich dahin gehe, kann ich einfach nur gehittet werden. Deswegen lassen wir das. Schade. Schöner Stun. Schöner Stun. Der war gut. Der war gut, der war wichtig. Und du gehst mal hier in die Richtung und du hilfst dann damit. Kasimir, du wirst, glaube ich, kein. Du hast einen 18er Defense. Du wirst, glaube ich, nicht direkt gegen ein Zweihandschwert stehen. Das können wir eher dir überlassen. Und ihr geht mal hier unten rum. Sieh mal hin, um im Zweifel zu rotieren. Wir können einfach direkt reinlaufen. So, du gehst auch mal unten rum. Da haben wir nicht die ganzen Leute hier mal gebunden mit Sono. Und Sono sollte das eigentlich ganz gut abkönnen.
Aber wurde wieder reingeswingt hier. Bisschen Ablenkung. Bisschen Leute nerven. Ohohoho! Ricky! Oh, sie einfach vernichtet! Der hat doch gerade noch voll viel Leben und Rüstung. Holy shit. Ja, okay. Turn dann. Acts in 7 Turns. Dann haben wir hier einen Platz. Alter Vater! Hallo. Den kriegen wir irgendwie nicht da oben, ne? Nochmal gestunt. Sehr schön. Hopp. Noch, ja, aufgeschnitten. Also Modus ein richtiger Aufschneider, ey. Geil. So, ihr wollt noch, ne? Sicher? Ich wäre ja da an eurer Stelle nicht so selbstsicher, dass ich da noch will. Du bist gestunt, das werdet ihr schon da oben hinkriegen. Du hast ja keine Ausdauer mehr sonst. Wo war das mal? Vielleicht kriegt man ja einen Platz. Ist echt kein Platz mehr, ne? Schade. Ach, come on. Gestunt, geil. Hopsi, my stunner. Ich liebe dich. Wieder einer down. Können wir hier auch reinmoven, die Leute. Nö, nö. Alles XP. Alles XP. Wird hier schön ausgespielt. Du kommst nicht ran. Du kommst, kann ich nur daneben stellen. Scheiße. Ja. Schade. Du da reinläufst, kannst du auch nicht mehr. Okay, keine Ausdauer mehr. Ja, ist logisch. Das sind alles neue Dudes. Dann habt ihr halt nicht viel Ausdauer. Sehr schön. So. Yes, da haben wir ein paar Level-Ups auf den neuen Dudes. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft wieder. Wir sind wieder in der richtigen Richtung unterwegs. Ja, der Thief hat einen Level-Up. Moment. Auf jeden Fall die plus 3. Die und die plus 2 wahrscheinlich, damit ein bisschen. So, wir haben dich jetzt im Backline, da kannst du schneller lernen. Musst du nicht unbedingt. 2, sehr gut. 2. Resolve ist halt ein Problem, ne, bei ihm, aber ich will hier auf jeden Fall hier haben. Wir nehmen Kolossus auch noch mit. Wird er länger überlebt. Plus 1. Oh. No! Why plus 1? Oh! Das schmerzt. Das. Moment, das. Low Roll. Aha! Aha! Das 1 Melee Defense ist halt nix. Aber du kriegst so wenig davon. Mit die bin ich mir echt noch nicht sicher, was ich mit dir mache. Stimmt, du. Ja, 45. Alles Katastrophe bei dir. Kasimir, du bist ein Kandidat für Wegwerfen. Sind wir ehrlich. Du bist ein Kandidat für Wegwerfen. Es ist einfach so. Eieieiei. So, jetzt haben sie keine Terrified Villager mehr. Und das wird halt ein für 1500. Mit 3 ist es schon auf jeden Fall ein Necro-Ding wieder. Noch Ambush Trade Routes.
Wir warten mal kurz auf Tag, ob wir hier handeln können. Wie das da aussieht. Dulmen ist aber ist doch komplett. Brunndorf, Hohenkrog, nee. Weißenschacht. Was ist denn Dulmen? Dulmen ist nur friendly, hier sollte man gar nicht so sehr dingensen. Alter, ihr habt Preise, ey. Okay, 22, aber ihr kauft mir auch für übel teuer ab. Eigentlich ganz geil. Viel Spaß damit. Gönne ich euch gerne den Quark. Gönne ich euch gerne, wenn ihr mir so abkauft. Oder sind wir bei 6.500? Ist doch ganz gut, aber ja, hier ist unbezahlbar die meisten Sachen, die wir hier so haben. Armorer haben wir hier. 240er Kopf. Aber ich glaube, die Body Armor ist das Wichtigere, ehrlich gesagt. Wir die kriegen. Doch das teurere. Deswegen gehen wir nach Weißenschacht. Weißenschacht sind wir komplett verbündet. Und Essen müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Wieder am unteren Rand des Essens. Da schiffern wir so gern die ganze Zeit so ein bisschen lang. Das Essen verfällt ist echt gemein. Darauf ein bisschen achten. Also da ist wirklich viel, was du hier managen musst im Spiel. So. Ihr habt hier noch einen von meinen Freunden. Optimist, extra Resolve, noch mehr Resolve. Der könnte quasi ein neuer Bannerträger werden, noch ein Sergeant. Aber unser Sergeant ist, glaube ich, schon ziemlich gut mit 90, ist gar nicht so geil. Und er hat aber er hatte das Fortified Mind noch nicht. Er hat 90 ohne Brain Damage und ohne Fortified Mind hat er 90 Resolve. Okay. Nee. Ich glaube nicht, dass wir einen Sergeant brauchen. Ja, wir sollten, glaube ich, jetzt haben wir erstmal wieder unsere Leute aufgeführt, sollen wir nach besseren Dudes gucken insgesamt. Statt hier Geld rauszubuddern für die nicht so geilen. Wir wollen auf jeden Fall mehr Geld haben, was wir nicht kriegen. Follow the Tracks, das soll ein ziemlich easier Aufbauauftrag sein. 1300. Hunt Down with Terrorizes. Hunt Down with Terrorizes mit 3 Sternen. Habe ich ein bisschen Angst vor. Ich mache erstmal den einfachen. Habt ihr was zu essen für mich? Nicht so viel Gutes, ne? Ihr seid halt noch terrorized und so. Ja, irgendwie müssen wir hier rüber, auf die andere Seite von dem Berg. Da, das sind 6 Thieves, das ist ja Bergt. Free XP, basically. You brother come looking rather worried to say Edward has been sitting with Sonics. Ja, show him the darkness. Alles fein. Wir machen Kultisten. Wo sind sie denn jetzt hin? Da. Trennt ihr ewig weg, ne? Das ist ein bisschen unangenehm. To arms. Let's go. Es ist sogar Nacht. Das ist doppelt gut. Hallo. Ich hab genau einen. Nice. Hallo. Die Werfsachen finde ich unangenehm jetzt. Und die Hammerbums-Sachen da. Ich wollte meine Rüstung vernichten. Und jetzt auch noch mein Schild. Ihr Schweine! Gehen wir hier mit rein, mit Ewald. Das ist Kasimir. Der hat sich echt gut geschlagen, Kasimir, sind wir ehrlich. Kasimir, you did good. Warum kann selbst nicht so viel laufen? Dann geht's auch nur halt damit da rein. Mitten rein in die Lotzi. So, was haben wir jetzt hier? 66, 64. Du gehst noch weiter. Achso, wir hätten vielleicht warten sollen. Wegen Schild und so.
Seid ihr alle noch dran? Mach mal dir mal das Schild weg. Peaks. Du gehst mal nicht in die Shield Wall, das finde ich nicht nett. Erstmal die Rippen gebrochen, geil. Hey, nicht die großen Geschütze rausholen. Ich glaube, es hakt. Du hilfst hier noch mit, würde ich sagen. Ewald hat einen Kill. Nice, nice, nice. Du verteidigst da ja. Kannst du hier reinsteppen? Machst den hier. Aus dem noch mal eine rüber und du gehst da holen. Na, wie geht's denn so? Du hast noch Bock. Hoffentlich nicht mehr allzu lange. So, Xan. Xan hätte wieder warten sollen, bis er pieksen. Xan hätte wieder warten sollen auf die Pieksurei. Nice Hit. Rot. Das war sogar Kasimir. Nice, er hat sich einen Kill verdient. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Das finde ich nicht so gut. Ach, diese zwei Leute mit den... Was sind eigentlich... Was sind denn Cleaver? Das ist speziell auf den Messern, oder? Jedenfalls mit den Cleavern, die zwei Leute, die sind... Mwah. Geil. Die immer so alles aufschneiden. Das Einzige ist, wenn es halt richtig fest, fette Rüstung ist, da haben sie ein Problem, aber das kriegen wir schon irgendwann geregelt. Moment. Nee, du hast gerade... Ich hatte gerade kurz, du hast mit dem Dolch zugepiekst, aber so, what? Aber nee, es war ein... Speer. Yes. Und wieder ein Level up. Auf den Juschka allerdings. Und auf Ewald. ...660, nee, we are paid to return, mit den Leuten sind wir befreundet, da können wir das nicht machen, Jungs, I'm sorry, das müsst ihr mit jemand anderem ausmachen, hier, plus 2, plus 5, du hast keine HP. Irr. Das ist ja lame. Ewald ist auch so ein Kandidat für, ersetzen wir. Puff. 3 plus 2. Bisschen nimble, deswegen kriegst du hier noch plus 4. Let's go. Jetzt haben wir noch ein Dingens frei. Relentless haben wir. Achso, du hast noch keine Waffenspezialisierung. Du hast 63 jetzt. Ich glaube, wir wollen bei dem Schwert bleiben. Aber die Frage ist, wollen wir das Schwert haben für weniger Fatigue oder wollen wir Fearsome haben? Für häufiger negativ oder Underdog für kann umrundet werden, kann mittendrin stehen. Oder ausruhen. Ich glaube, ausruhen ist eine gute Idee. Oder Steel Bro für weniger Bonus Damage auf den Kopf. Ne, hier Anticipation. Wir haben nicht so gut viel Range, aber wir haben 30 Range Defense und Dodge. Sollte eigentlich eine Weile reichen. Ah. Wir geben ja doch noch eine andere Waffe. Wir ihm noch einen Stun geben, aber ein 63 ist nicht so zuverlässig im Stun. Oh, ho, 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 ho. Oder geben ihm 9 Lives, damit er mehr überlebt. Ja, ich glaube, das ist was, damit er nicht irgendwie blöd geone-shottet wird. Ist so ein, den will ich auf jeden Fall inzwischen behalten. Und da ich sonst keine gute Idee habe, was ich ihm gebe, gebe ich ihm, glaube ich, 9 Lives. Ach, komm schon. Aber du gehst auch auf die Karawane, oder? Geh dir weg von mir, ihr blöden Hexen. Wir müssen weiterlaufen. Wir müssen weiterlaufen. Die schneller sind. Im Gelände. Geht ihr weg! Wollen uns übrigens jemanden leisten, fällt mir gerade so ein. Wir haben sogar ein Retinue hier, so. Der Negotiator. Ah ja.
So. Ab nach Dulmen, würde ich sagen. Wir rennen einfach vor den Hexen weg nach Dulmen. Ich will nicht Hexen... Da, hier Unholde auch noch. Jetzt geht's ja aber rund. Moment, Hexen gegen Unholde? Nee, die haben die gleiche Fraktion. Shit! Die haben die gleichen Fraktionsbanner. Sehe ich jetzt erst. Also die Wildnisbewohner sind einfach eins. Aber vier Unholde? We don't try. Wir haben relativ viele Neulinge dabei. Sollte man nicht tryen, glaube ich. Sollten wir, glaube ich, nicht tryen. 950. Karawan nach Südwesten. Krummhorn. Krummhorn wäre geil, aber das sind gerade Unholde. Darf ich noch kurz warten, ob die Unholde hier ankommen oder ob die sich ver... Ja, zu spät gesehen. Unholde kamen an. Wir können retreaten, oder? Trauen wir uns das? Wir haben kein Slap-Slap mehr. Ich versuch's mal. Wenn wir es nicht schaffen, muss ich nochmal mit Retreat arbeiten. Aber Unholde sollten eigentlich machbar sein. Jetzt müssen halt die richtigen Leute tanken. Ewald zum Beispiel nicht. Und Kasimir eigentlich auch nicht. Irgendwie mal so ein Modo könnte, glaube ich, tanken. Ja. Sehe ich da schon. Den geht immer nach vorne. Sepp. 34, so okay-ish. Sono auf jeden Fall rein da. Und Ben eigentlich auch rein da. Dann halt Backliner hinterher. Anjushka eigentlich auch. Muss ein bisschen gucken, weil die werden gleich Leute da durch die Gegend werfen. Und attacken kann ich diese Runde eh nicht mehr. Deswegen stellen wir uns mal nicht ganz ran. Popsi. 32. Mit Höhenfutter geht's vielleicht. Hundi! Beiß ihn! Der Hundi wird einfach sterben, oder? Durch den AOE-Attacks. Ja, genau. Da kommt nämlich der Wurf, den ich meinte. Au. Da kam genau der Wurf, den ich meinte. So ein bisschen kiten. Er hat einen High Ground. Das ist nicht so optimal, dass der einen High Ground hat. Kasimir steht mal da. Wir machen mal den hier. Was mache ich jetzt mit euch? Ja, Topsy, du hast 32. Du wirst wahrscheinlich doch mitfighten müssen. Kann ich die stunnen? Ich glaube nicht, ne? Die sind, glaube ich, Resilient, Crippling Strike, Battering Ram, Stalwart, Steel Bros und Stalwart. Sepp, du warst auch jemand, ne? Ja, schwierig. Hier, Hundi. Nicht auf den, du blöder Idiot. So, erstmal den hier tot zu kriegen. Ja, wenn wir einen tot haben, wird es ja schon 25% geschafft. Hätte nicht rausmuten sollen anscheinend. Ja, gegen Hund. Unhold gegen Hund, das ist ein spannender Fight anscheinend. Anscheinend. Aber euch will ich eigentlich da nicht reinhaben, Kasimir. Dich wollte ich eigentlich schon behalten. Oh, jetzt hat Ewald den Kill gekriegt. Ich will nichts sagen. Ich wollte gerade sagen, es läuft eigentlich ganz gut, aber jetzt habe ich doch gesagt. Scheiße! Es wird auf jeden Fall schief gehen. Stell dich mal hier hin. Du kommst mal irgendwo mit hier oben rum. Nee, nicht Kasimir. Ewald hat den Kill geklaut. Oder hat den Kill gesnackt, besser gesagt. Hier ist zugestellt. Den kriegen wir nicht da runter, ne? Außer wir gehen mit ihm weg, damit er moved. Du kommst da ran. Dann Masumoto, musst du mal hier unten den langsam übernehmen. Würde ich sagen, damit der Hundi da ein bisschen entlastet wird.
Könnte aber sein, dass sie jetzt wieder rumwerfen. Wir müssen ein bisschen aufpassen eigentlich. So, wenn ich das mache und hier einen Schritt zurückgehe. Ja, was ja funktioniert. Dann müsste er eigentlich moven. Gehen wir schon mal dahin, für den Fall, dass es dahin geht. Ewald. Ich hab das Gefühl, der Hund ist gleich tot. Ja, drei Viertel tot. Sind wir ehrlich. Wie viel Defense hattest du? 34. Das muss schon irgendwie gehen hier. Bist jetzt die Runde eh nicht mehr dran. Hast du schon angegriffen. Ja, das war jetzt klar, dass da Sachen passieren. Jetzt haben wir eben vom Highground runter. Das ist ja alles, was ich wollte. Das ist ja das, was ich wollte. Der will laufen. Das finde ich gut. Der heilt sich zwar immer ein bisschen, aber der will insgesamt laufen. Macht sehr viel einfacher, denke ich. Zu spielen. Da haben wir noch einen Kill. Da haben wir noch was. Hier kann ich sogar einen Schritt rausgehen, damit er mich nicht einfach so anwerfen kann oder so. Kram. Lauf mal außen rum. Nur der Hund hat bis jetzt Verletzungen, ne? Ja, aber meint? Jetzt nicht sagen sollen. Herr Kasimir, du machst jetzt den da. Ben muss ran. Ben muss ran, Sono muss ran. Ob sie... Ich glaube, einer von den Hunden oder zwei werden noch sterben. Die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, relativ hoch. Kann rangehen, wieder rausmoven, das ist ja geil. Da ist ein Hund im Weg. Wenn das funktioniert, wenn ich ihnen das gebe. Sehr schön, haben wir den auch? Haben wir noch einen? Okay, der macht so einen Dreierkegel. Alles klar. Bis jetzt ganz gut aus. Wenn ich jetzt zwei move, kann ich nicht mehr attacken. Und daher ist es Quatsch, dann kann ich mich irgendwie auch hier unten hinstellen einfach. Okay, er will eh rennen, dann haben wir es jetzt. Dann haben wir es mit wenigen Verletzungen gegen die vier schon geschafft. Na gut. Kasimir sich noch einen Kill gesnackt, also. Sono einen Kill, Vanyushka einen Kill, Masumodo. Ewald einen Kill, Kasimir einen Kill. Ja, die Leute, neun machen sich gut. Die neuen machen sich. Auch wenn es einfach ein random Encounter war, mehr oder weniger. Ewald plus 2. Du hattest direkt Level 3 erreicht damit, ne? Das muss man ihn eigentlich benennen, den guten Ewald-Kultisten. Ja, er hat dann keine HP. Uff. Wir haben immer fixen müssen, glaube ich, die HP. Die werden wir fixen müssen. Plus 2 für Masumodo ist es schon mal gut. Kein Melee-Skill kriegt er. Aber hier die 4 hätte ich, glaube ich, noch ganz gerne. Ja, ich glaube, ich nehme den einen. Ne, hier die 3, den einen Melee-Skill nehmen wir. Für einen Extra-Hit. Kultige Kultisten. Du musst dich nicht ab- oder anmelden, Jord. Aber ja, wir machen Kultisten. Wir haben irgendwie 10 Kultisten inzwischen. Und langsam werden sie auch besser. Langsam kriegen sie hier ihr Level-Ups, ihre für ihren Trade, für ihren Kultisten-Trade. Das ist schon ziemlich nice. So, du bist jemand, der relativ spät dran ist. Du hast schon 4. Du hast eine gute Defense. Wir könnten dir noch Gifted geben oder wir könnten dir Fearsome geben. Gifted würde bedeuten, du kriegst einfach noch mehr Stats. Raw Stats oder Fearsome, dass sie halt schneller brechen. Ich glaube, Gifted ist aber gerne. Ich bin so ein Gifted-Fan, sind wir ehrlich. Ich mag Gifted.
Ansonsten können wir bei dir noch Anticipation nehmen. Da gibt es 10 extra Range Defense. Habe ich aber ein bisschen wasted. Ich glaube, ich nehme Gifted. Mal so Moto. Plus 3, geil. Plus 3. Boah, jetzt. Let's go. Plus 4. Nice. Er kann jetzt echt gute, schwere Rüstung tragen. So, Kasimir, dir geht's nicht so gut. Deswegen kommt Sonix für dich wieder rein, aber du kriegst dein Level-Up trotzdem noch. Du hast nämlich einen gebrochenen Schädel. Holy moly. Kann ich verstehen. Du hast ein bisschen kassiert. Plus 3, sehr gut. Plus 2 ist nicht so schade. Was wollen wir aus dir machen eigentlich? Müssen die Resolve irgendwann fixen? Das ist schon so, aber was wollen wir denn aus dir machen? Wollen wir HP haben? Wollen wir Fatigue haben? Fatigue wollen wir, glaube ich, schon haben, weil der hat echt wenig an. Und jetzt schon Probleme. Und warum hast du einen Speer? Ich könnte dir schon wenigstens ein Schwert geben. Sagen. Reparieren wir. So. Du hast aber auch noch einen Perk, den du kriegst. Ja, hier, schneller leveln. Und der Thief. Achso, wir müssen übrigens nochmal markieren. Du bist nämlich zum Beispiel der Caravan-Hand aktuell noch. Und du bist nämlich The Farmer. Kasimir The Farmer. Kaltest. The Leader, ja, Kaltest. Ewald. Du bist auch ein Kaltest. Ja. Kultisten, überall Kultisten. So, Adler the Thief. Plus 3 Defense. Sehr geil. Plus 2 Hitchens. I guess Fatigue it is, weil da hat er echt noch wenig. Direkt nochmal giftet hinterher, weil er eh Backliner ist. So und so. Genau das gleiche nochmal hochgezogen. Der Farmer. Oh. Ein Melee Defense, ein Melee Skill und 2 Resolve. Oh Gott. Ja, dann I guess so. Er könnte sogar schwerere Sachen tragen, als er schon hat. Tatsächlich haben wir noch was hier. Einen dickeren Helm für dich. Bab. Bab, 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 bab. Dickes Schild hat er schon. Achso, ein Perk. Schneller leveln. Let's go. Ulfort, was bist du hier? The Brawler. Ja. Ja. Worauf wollten wir eigentlich warten? Auf Tag, oder? Wir hier traden dürfen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ach nee, wir wollten warten, dass die Unholde vorbei sind, ne? Ja. Umhorn. Karawane, let's go. Wir wollten warten, dass die Unholde vorbei sind, die dann uns einfach angepasst haben.